Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Heute haben wir mal ein bisschen was anderes. Zwei Pakete, ein kleines, ein großes. Wir fangen mal mit dem kleinen an. Da ist was drin, was nicht so spektakulär ist. Aber ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten. Ich mache das jetzt einfach mal hier an der Seite auf. Wenn ich schon hier so ein schickes Messer habe. So. Da ist hier was Kleines drin und zwar eine DDR1 Handschelle. Mal so für die Abwechslung. Sieht sogar ganz cool aus. Die habe ich günstig bekommen und da habe ich gesagt, da das so ein bisschen meine Lieblingshandschelle ist, nehme ich die mal mit. Der Schlüssel ist natürlich nicht der originale, da muss ich mal schauen. Mit dem originalen Schlüssel sollte das hier ein bisschen schicker laufen. Ja, nur dass ihr es mal gesehen habt und bei dem kleinen Päckchen dabei wart. So, dann kommen wir jetzt zum großen Päckchen. Da bin ich allerdings ein kleines bisschen vorsichtiger mit dem Aufmachen. So, wenn ich hier, nicht, dass ich da irgendwas innen drin kaputt schneide. Das wäre nicht so schön. So, dann haben wir hier an der Seite Klebeband. Da noch Klebeband. Und da auch. So, dann schauen wir mal, was da Schickes drin ist. Ah, Papier. Papier, Papier, Papier und Pappe. Ja, die Pappe kommt gleich natürlich erstmal weg. Und das Papier, das ist wirklich Papier. Das sind nämlich Hefte, Bücher, was auch immer. Ich packe das jetzt einmal komplett aus, damit wir hier ein bisschen Platz haben und uns das mal ein bisschen genauer auch anschauen können, was das so alles ist. So, da sind nämlich bestimmt die ein oder anderen spannenden Dinge dabei. Und mal gucken, wie lang das Video wird. So, da haben wir auch noch was. Fangen wir einfach mal an. Ich mache das hier mal so ein bisschen näher ran. Das ist für euch schöner und für mich auch. So, was haben wir denn hier? Dienstvorschrift für die Kraftfahrer, Berufskraftfahrer und Selbstlenker. Aha, für den öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg. Das ist ja schick. Ja, hier steht nicht explizit was zur Polizei, aber das geht auf jeden Fall in die Richtung. Hier haben wir noch was Kleines, das gucken wir uns ein bisschen später an. Erstmal machen wir hier noch so ein paar Unterlagen. Teil 3 der Dienstanweisung für die in der Preisüberwachung tätigen Polizeibeamten. Aha, nicht schlecht. Südwestdeutsche Druck- und Verlagsgesellschaft. Was haben wir denn da so Schickes hier? Was steht denn da so drin? Blättern wir einfach mal durch. So, Roggen. Ah, okay. Festpreise und Festpreisgebiete in Baden nach der Verordnung zur Regelung der Getreidepreise. Das ist sehr spannend. Ja, Fleisch und Wurst, Dammwild, Brot, Brennkirschen, Brennholz. Okay. Gut, ja, ist jetzt nicht so spannend für das Thema Polizei. Zumindest in erster Sicht nicht. Haben wir hier noch einen Polizeikalender 1966. Hier geht es natürlich gleich los mit ein bisschen Werbung. DBK verdient Vertrauen. Siemens, Ihre Stimme dringt durch. Natürlich schon mal was Schickes. Handbuch und Nachschlagewerk für den Polizeibediensteten. Ausgabe Baden-Württemberg. Also ist alles so Baden-Württemberg, wie es aussieht. Haben wir hier auch wirklich so einen Kalender drin. Ich glaube auch mit der ein oder anderen Werbung. Beamtendarlehen der Wirtschaftshilfe. Aha, das ist die Winterhur. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo Handschellenwerbung. Also es ist sehr unwahrscheinlich, aber manchmal weiß man es nicht. Union Karlsruhe. Landesbezirk Baden-Württemberg. Da sind noch so ein paar Namen von früher. Heinkel, ui, Flugzeugpräzision im Rollerbau. Heinkel. Ja, die gab es früher auch. Ich weiß es natürlich nicht, was der hier auf seinem Roller macht. Ob der jetzt wirklich nur die Hand zum Grüßen hebt. Naja, okay. Hahn und Kolb Stuttgart. Schubert Fabrik. Aha, okay.
Ja, und dann steht hier auch allerhand Kram drin. Hier haben wir noch ein bisschen was. Hochleistungsfräser, Ultrapräzisionswerk GmbH, Aschaffenburg. Okay, ja, ein Polizeikalender, cool. Da muss ich auch mal gucken, vielleicht steht da noch was Spannendes drin. Ja, mal zwei, die sehen relativ ähnlich aus. Das Standardwerk Retzlaff Pausch, Polizeihandbuch. Was haben wir hier auf der Rückseite? Heft 1 und Heft 2. Merkblätter über Polizeiverwendung. Aha, und hier nochmal. Gucken, was da so drin steht. Da ist wahrscheinlich auch viel so rechtlicher Kram drin. Erkundungsergebnis Durchfahrt Dahlen. Aha. Ja, dann kann man hier sicherlich so eine kleine Übung machen. Haben wir denn da? Unbedingte Wahrheit. Beschönigungen und Übertreibungen sind geeignet, den Erfolg in Frage zu stellen, weil sie es der polizeilichen Führung unmöglich machen, ein zutreffendes Bild der Lage zu gewinnen. Besonders wichtige Meldungen über den Störer können Nachprüfung einfordern. Aha. Also hier geht es dann schon so ein bisschen in die Sache. Das ist hier von 1957. Herbert Schäffler, Polizeirat, der hat das hier bearbeitet. Das ist bestimmt auch was Spannendes. So, was haben wir denn hier? Vorschrift für die Einzelausbildung. VfDP 200, Ausgabe 1966. Landespolizei, Abteilung 789, Waldshut. Das ist natürlich auch cool. So. Für die Polizei des Landes Baden-Württemberg. Formale Ausbildung ohne Waffen. Marsch, Gruß. Oh, hier im Gleichschritt Marsch. Es wird mit dem linken Fuß angetreten. Die Schrittlänge beträgt etwa 80 cm. Das Zeitmaß etwa 114 Schritte in der Minute. Abteilung Halt. Ohne Tritt Marsch. Ja, das ist natürlich schon cool. Hier der Schlagstock. Der Schlagstock kann offen oder verdeckt getragen werden. Die Trageart richtet sich nach den Auszugs- und Tragevorschriften. Schlagstock in die Hand. Das scheint dann wohl ein Befehl zu sein. Hier, Pistole, Pistole in die Hand. Haben wir da auch noch was anderes? Vielleicht haben wir da ja auch. Ah, hier haben wir auch schicke Bilder dazu. Das ist natürlich cool. Vielleicht haben wir ja auch irgendwas mit Handschellen hier drin. Das wäre ja spannend. Gewehr, Sicherheitsbestimmungen. Ja, wie man das Gewehr richtig hält. Entsichern. Sichern, Magazin füllen. Das ist schon schön. Maschinenpistole. Uiuiuiui, hier geht's aber rund. Grundhaltung US-Karabiner M30. Ich glaube, das war ja auch US-Gebiet, ne? Baden-Württemberg, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht genau. Ja, hier haben wir relativ viel mit der Waffe. Da geht es immer noch weiter mit der Waffe. Also Handschellen habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es ein Inhaltsverzeichnis gibt. Da können wir jetzt noch mal ein bisschen gezielter nachschauen. Hier haben wir Ausbildung mit dem Maschinengewehr. Ne, allgemeines. Und dann haben wir hier hauptsächlich wirklich die Waffen und den Schlagstock. Handgranate haben wir hier auch. Reizstoffe, Handgranate. Uiuiui, allgemeines. Ja, aber wirklich Handschellen haben wir hier leider nicht drin in diesem Heft, so wie es aussieht. So, haben wir noch so eins, hier so ein bezogenes. Nur für den Dienstgebrauch. Merkblatt, Polizeibeamte im Personenschutz. Das ist natürlich auch cool. Ja, die Angriffsabwehr und Verhinderung durch polizeiliche Maßnahmen im Personenschutz erfordert ein besonders umsichtiges, eigenverantwortliches und entschlussfreudiges Handeln. Sprachführer für die Polizei. Hier, GDP, Gewerkschaft der Polizei. Steht ja auch da. Die Fahrzeugkontrolle, Februar 1974. Ja, Taxi, Mietwagen, Omnibusse, Lastkraftwagen, besondere LKW, Kipper, Langholzfahrzeuge, Tankfahrzeuge, Anhänger, Kraftrad, mitzuführende Papiere. Ja, steht alles drin. Das ist natürlich nicht schlecht. Güterverkehr, Ladung, lichttechnische Einrichtungen, fremdsprachige Belehrung über die Erteilung von Vernehmungen. Ich glaube, da steht so manches Interessantes drin. So, wir sind natürlich noch lange nicht durch. Kommt ja noch mehr? Oh, eine Schießvorschrift. Ui, für Karabiner, Pistole, Maschinenpistole, leichtes Maschinengewehr und Bestimmung für das Werfen scharfer Handgranaten. Okay, ja. Das ist Bad Ministerium des
Badisches Ministerium des Innern, Abwicklungsstelle. Aha, okay. Was haben wir hier? Abgangsrichtung, Mündungswaagerechte. Ja, nicht schlecht. Da gibt es bestimmt auch ein bisschen was Spannendes drin. Aber wenig Bilder. Da will ich euch jetzt auch nicht so lange mit nerven und hier irgendwie stundenlang draus vorlesen. So, sprachliche Bildung des Polizeibeamten. Das ist natürlich auch was Schickes. Da lernt man wahrscheinlich dann so die ein oder anderen. Die Dehnung des Selbstlautes. Ware, Maler, Wahl und Mahlzeit. Aha. Ja, schön. Da oben steht sogar noch ein Name, den verdecke ich aber mal. Da steht nämlich noch der Name von dem das vorher gehört hat. Ich hoffe, das hat man jetzt im Video nicht gesehen. Polizeiliche Revision der Messgeräte von 1936. Das ist natürlich auch cool. Ja, und was für Messgeräte es da auch immer so geht. Längenmaße, Flüssigkeitsmaße, das ist natürlich hier altdeutsche Schrift, also Frakturschrift. Da haben wir auch so viel nach. Oh, hier haben wir mal ein Bildchen, was das auch immer für ein Ding ist. Da haben wir auch noch ein Bild. Ein Fahrpreis, das ist wohl für die Taxen, so ein Taxometer. Ja, das musste ja auch früher alles seine Richtigkeit haben. Ne? Und dann hier so Messinstrumente, Längenmaße. Da haben wir noch so eine Karte drin. Wahrscheinlich irgendwie noch ein anderes Buch bestellen. Drucksache, Maß- und Gewichtsgesetz. Berlin, S42. Jetzt kommt mir eine Idee. Wir haben, jetzt gucke ich mal kurz hier über meinen Tisch. Haben wir da irgendwo eine? Das ist nicht die, die ich suche. Nein, das ist S42. Das habe ich nämlich, glaube ich, auch schon mal so ähnlich auf einer Handschelle gesehen. Aber die Handschelle habe ich hier leider nicht mehr liegen. Sonst hätte ich euch das jetzt gezeigt. Oder sie ist irgendwo vergraben. Das kann auch sein. Also eine August-Schwarz-Handschelle. Die Technik der polizeilichen Fahndung. Ja, das ist natürlich auch was Schickes. Das ist relativ dünn. Nur Text, keine Bilder. Fahndungsmittel. Fahndungsorgane. Hört sich auch sehr trocken an. Merkblatt zur Bearbeitung von Verkehrsunfällen. Haben wir hier auch. Landeskriminalamt Berlin ist das sogar. Das ist jetzt aber nicht mehr Baden-Württemberg. Das kann natürlich sein, dass sie das dann trotzdem sehr bundesweit genutzt haben. Merkbuch für die HIPO. Das müsste die Hilfspolizei sein. Zusammengestellt und bearbeitet von Polizeimeister Otto Kämmerer aus Halle. Weiß nicht, steht hier auch ein Jahr drin. Das könnte wahrscheinlich auch so Richtung Zweiter Weltkrieg sein. HIPO, Hilfspolizei. Ist aber auch keine Bilder drin, also wenig zumindest. Hier haben wir noch das Ziel ansetzen. Das ist entsprechend aufgesattelt hier. In das Ziel gehen. Ziel aufsitzen lassen. Genau, Ziel aufsitzen lassen, das kenne ich auch. Und Ziel verschwinden lassen. Ja. Und dann, dass man hier so ein bisschen. Korn klemmen, Gewehr verdrehen. Ja, spannend. Cool. Was haben wir hier? Waffenkunde und Schießlehre. Waffen- und schießtechnische Grundlagen für Polizeibeamte von 1981. Oh, hier sind natürlich ein paar mehr Bilder drin. Das ist dann auch schon mal spannend. Griffstock mit Rohr. MP5A3 mit einschiebbarer Schulterstütze. Also richtig hier Maschinenpistolen und so, was man da so alles hatte. Das ist natürlich auch cool. So, dann kommen wir erstmal noch zu den kleineren Sachen. Und ich packe das hier mal, ich tausche das mal etwas durch. Boah, ich glaube, das dauert doch noch hier ein bisschen das Video. Aber ist ja nicht schlimm. So, was haben wir hier noch? Wir gehen mal ein bisschen schneller durch. Schießausbildung in der Polizei von Engelbrecht. Das ist auch was Schickes. So, da haben wir bestimmt auch noch einen zweiten Teil von. Waffenkunde für Polizeibeamte, auch von Engelbrecht. Das ist natürlich auch was Schickes. Das sind so Fachbücher und ich glaube, die sind auch relativ selten. Polizeiliche Winke. Aha, das ist ja auch nochmal was Spannendes. Von Polizeipräsident Alois Nölle.
haben wir denn da? Religiöses und vaterländisches Empfinden, Sicherheitsgüter, Gefahren, notwendige Maßnahmen. Also was jetzt Winke heißt, gute Frage, Nichtstörer, polizeilicher Notstand, Zuständigkeit, Freiheitsentziehung, Durchsuchung, ach so, Briefe, Waffengebrauch, das sind hier irgendwie solche Briefe, große Schriftreihe der Polizeipraxis. Aber was jetzt Winke heißt, das ist eine gute Frage. Also wer es weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Hier haben wir Schulschießübungen mit Karabiner, Pistole, Maschinenpistole und leichtem Maschinengewehr. Schießstandgerät und Scheiben von 1955. Da haben wir hier sicherlich auch so ein paar Scheiben. Da gab es auch noch Mannscheiben, die sind heute wohl verboten. Das ist natürlich auch cool. Vorspringender Gegner, 10er Ring. Figurenscheibe, ja. Heute ist das so ein bisschen entfremdet, dass das nicht mehr so aussieht wie ein Mensch, sondern nur noch so, ja, grob, ne, in die Richtung geht. Staatsanwaltschaft Freiburg, Zweigstelle Blörrach, die praktische Brandermittlung aus der Praxis für die Praxis. Für die Bearbeitung von Brandfällen. Die haben wir auch schon wieder praktische Winke. Ja, das sind wahrscheinlich Hinweise. Hinweise, Tipps, so ein allgemeines Wort dafür. Kannte ich jetzt so auch noch nicht, aber hier haben wir auch nochmal was Spannendes. Brandermittler bedenke, der nicht ermittelte Brandstifter entgeht nicht nur seiner verdienten Strafe, sondern erhält, soweit er Eigenbrandstifter ist, als Belohnung für sein Verbrechen auch noch die Versicherungssumme ausbezahlt. Da ist was dran. Kann man sich immer Mühe geben. Die wichtigsten Post- und Fernmeldegebühren, das ist ja... ja. Gesprächsgebühren, Ortsgespräch, 23 Pfennig. Ja, naja, okay, es waren auch noch ein paar andere Zeiten, ne? Da gab es noch keine Flat. Eilzustellung, Luftpost. Die Polizeihundertschaft, Teil B, die Gruppe. Das ist natürlich auch was wirklich Schönes. Auch von 1955. Da sind auch immer hier diese Polizeidienstvorschrift 201 Bertha. Das sind dann die Nummern. Auch wieder Polizeidienstvorschrift 350. Allgemeine Dienstvorschrift für den Polizeivollzugsdienst. Schick. Vorschrift für den großen und den außergewöhnlichen Sicherheits- und Ordnungsdienst. Das ist immer hier auch so ein kleines Heftchen. Da ist sogar ein bisschen was angemarkert. Da hat einer wirklich mit gelernt, wie es aussieht. Ja. So, haben wir noch mehr. Polizeivollzugsdienst. Das ist nochmal die 350. Nochmal die 350. Und Vorschrift für die Ausbildung in geschlossenen Einheiten. 1966. Natürlich auch nicht schlecht. Hier so Formationen aus der Doppelreihe, aus der Marschordnung, Gruppe Front, Richtung nach rechts. Ja, das geht natürlich hier dann schon in so eine spezielle Richtung. Das ist schon sehr interessant, muss man schon sagen. So, bevor wir hier zu dem Spannenden kommen, was da noch drin ist. Also ganz so spannend ist auch nicht, aber was ist denn das hier? Verbrechensbekämpfung heute, 75 Jahre Daktyloskopie in Deutschland. Aha, Fachdokumentation der Gewerkschaft der Polizei. Was ist denn da so schick? Jetzt haben wir da Bilder drin. Viel Text. So hilft ihnen Schimmelpfeng durch seine Spezialdienste. Aha. Ja, viel Text, ein paar Bilder, hier Spuren, da so ein alter Schuh. Oh, naja gut. Ja, hat keiner gesehen, hoffe ich. Sind halt Bilder entsprechend, das ist aber auch nicht so schön. Nee, da, ich glaube, da muss ich nochmal schneiden oder sowas. Ja, hier haben wir noch ein paar normale Bilder. Da haben wir dann entsprechend hier auch was. Armspannweite. Einführung der Bertillonage. Naja, okay. Schön. Und hier haben wir dann auch ein kleines bisschen. Sind Sie sicher? Hessen, Nassauische, die öffentlich-rechtliche Versicherung. Naja, ein bisschen Werbung eben. Ja, das ist auch gar nicht schlecht. Das sieht interessant aus. Deutsche Polizei, GDP, 100.000 Exemplare, Organ der Gewerkschaft der Polizei, 1960,
Da ist auch viel Text drin, bisschen Werbung hier und da. Was haben wir denn hier? Brillant schreiben, Erfolg haben. Neckermann. Das große deutsche Versandhaus, Frankfurt am Main. Das ist natürlich schön. Ja, da kann man ja natürlich konnte man eine Schreibmaschine bestellen. Passt ja. So, dann haben wir hier noch so ein paar. Dann gucken wir uns das hier mal ein bisschen schneller durch, weil das dürfte alles hier GDP sein. Deutsche Polizei, Deutsche Polizei, Deutsche Polizei. Genau. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen was aus dem Inhalt. Hier haben wir irgendwas Spannendes. Das polizeiliche Gegenüber. Ein Mensch. Ja. Die automatische Kupplung. Saxomat. Das Luftverkehrsgesetz. Tipps für den Fotofreund. Sie fragen, wir antworten. Ja, das ist auch spannend. So, über die Polizei. Versuch einer Standortbestimmung. Worum geht's da? Schauen wir uns auch nochmal genauer an. Inhalt. Polizei, ein Doppelbegriff. Die Entpolizeilichung, Leistungsverwaltung der Polizei, Absetzungsversuche. Eine Erinnerung an den Artikel 48 der Weimarer Verfassung. Ja, das ist schon spannend. Was haben wir hier? Das ist jetzt das Letzte, bevor wir zum Spannenden kommen. Moderne Gesellschaft, moderne Polizei, Aufgaben und Forderungen. Da steht ja auch schon mit NATO. Polizei und Notstand haben wir hier wieder. Also da haben wir einiges, was wir hier finden und wahrscheinlich noch irgendeinen Menschen hier drin. Ja, wer das auch immer ist. Das ist vor meiner Zeit. Ich weiß nicht, ob hier ein Name steht, bevor ich mich jetzt blamiere. Zumindest nicht auf den ersten. Könnte natürlich der Werner Kuhlmann sein. Ja klar, das ist sicherlich der Werner Kuhlmann. Den kennt man. Dass ich mich hier blamiere. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir was sehr, sehr Schönes. Das ist so ein kleines Holzkästchen. Und wenn wir das aufmachen, ich mache das mal richtig rum, nicht, dass es mir hier auseinanderfällt, dann haben wir hier Polizeikreide. Das ist natürlich cool. Ja, hier haben wir dann Wetterfest für Unfallmarkierung und Spurensicherung. Haben wir Rot, das ist auch relativ, das ist auch unbenutzt, ne? Rot, Weiß und Gelb. Das ist natürlich cool. Polizeikreide, ja. Also so sieht die heute sicherlich nicht mehr aus. Das ist bestimmt ein bisschen moderner. Wahrscheinlich auch nicht mehr im Holzschälchen oder im Holzkästchen, sondern woanders drin. Aber das ist ziemlich cool. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ein etwas anderes Thema. Zu Handschellen hatten wir heute nicht so viel, außer die eine DDR-Handschelle, die ich ja natürlich auch nochmal ins Bild mitlegen kann. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.